Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Donnerstag, den 29. Februar. Letzter Tag im Februar. Ach, wir haben schon wieder blödes Licht, habe ich doch schon wieder vergessen. Machen wir gleich. Oh, jetzt wird mir mein Kopfhörer zu kurz hier. Jetzt zweimal. Und das müssen wir noch ein bisschen blau machen, dann haben wir ja ein schönes Licht, klappe. Na komm. Na komm. Jetzt, so gefällt mir das. So, also letzter Tag im Februar. Und wir gucken. Zeit vergeht, gell? Haben wir schon wieder März. Möchtest du das nicht glauben? Wir haben am Donnerstag offizielle Sachen. Fremde offizielle Sachen, ne? Das ist wieder ganz lustig hier. Liebe und Lügen. Ach du großer Gott, was ist denn hier los? Ja, offizielle Sachen und Lügen, okay. Das weiß ich ja schon. Also das wissen wir ja alles schon. Aber alles schon, alles schon. Aber die Liebe, dass da die Gefühle dazu kommen, ja, vielleicht bin ich dann recht enttäuscht. Wir gucken mal weiter hier. Großer Erfolg in offiziellen Sachen. Im Fokus. Also das könnte ja eine Vorbereitung sein. Also Liebe und offizielle Sachen ist meistens eine Ehe, ein Kind, eine Verlobung oder. Also dass alles so im Großen und Ganzen offiziell ist, was man liebt. Kann auch, ist das die Zeit zwar nicht, aber Einschulung sein. Also alles, was so irgendwie so wegweisend ist und mit Liebe zu tun hat. Also sein Kind liebt man ja auch. Diese fremde Lüge. Hier macht mir irgendetwas Sorgen, und zwar etwas, was ich nicht kenne. Ich blockiere diese Lüge. Also das können, wenn wir jetzt das als Frau nehmen, könnte es sein, dass in deiner Liebe eigentlich alles passt und jetzt taucht irgendjemand auf, über den du dir Sorgen machst, also Eifersucht und was weiß ich was. Und dass du diese Lügen blockierst, also du willst sie nicht sehen. Du machst dir zwar Sorgen, aber du willst es nicht sehen, weil hier ein großer Erfolg drin liegt. Weil hier etwas wirklich schön ist. Und schauen wir mal, vielleicht findet man das noch raus hier, was hier Sache ist. Fokus auf mehr Liebe, auf großen Erfolg. Die Gefahr, ja, das ist die Lüge, die da liegt. Ach nein, weißt du was, das ist was ganz anderes. Und hier drauf liegen schlechte Gefühle. Das ist, gut, das kann natürlich bei einem oder anderen wirklich eine Hochzeitvorbereitung sein. Und jetzt kommt hier eine Meldung von offizieller Seite, die hier erzählt, keine Ahnung, du willst am 29. Mai heiraten, da gibt es einen Schneesturm. Also, aber das, was hier erzählt wird, diese Meldungen sind Lügen. Entsprechen nicht der Wahrheit oder nicht der ganzen Wahrheit oder sind gefärbt, geschönt, verschlimmert oder. Also, da fällt alles Lüge rein. Also, es muss nicht eine ganze Lüge sein, es kann auch ein Teil gelogen sein oder ein Teil weggelassen sein oder. Der hier deinen großen Erfolg, wo auch immer der ist, in Gefahr bringt. Der deine Liebe irgendwie in Gefahr bringt. Also irgendetwas, was du liebst, was du im Fokus hast, was du machen möchtest. Ihr möchtet jetzt ein Haus bauen. Das ist euer großer Wunsch. Das ist eure gemeinsame Liebe auf ein Fundament stellen. Ihr habt lang gespart, ihr habt viel dafür getan und das wollt ihr jetzt angehen. Und jetzt kommen hier komische, blöde Sachen, Meldungen, was du jetzt alles machen musst, wenn du das möchtest, oder. Dass hier wirklich du hier in schlechte Gefühle fällst und dir Sorgen machst. Auf einmal kommt etwas, was du nicht wusstest. Keine Ahnung, wenn du jetzt ein Haus bauen willst, dann musst du, schieß mich tot, 5000 Anträge stellen und ach, keine Ahnung, irgendwas haben oder was weiß ich. Sonst darfst du das nicht mehr. Ja, dann kommt natürlich alles ins Wanken. Kann aber auch ganz was anderes sein. Das hat mit Gefühlen zu tun. Du hast dich jetzt bis jetzt immer wohl gefühlt. Bleiben wir mal im Kleinen in deinem Umfeld. Du hast dich wohl gefühlt, du hast dich sicher gefühlt und hast auch wirklich Erfolg
für dich ein erfolgreiches, schönes Leben geführt. Ich sag's jetzt mal so. Und auf einmal heißt jetzt offiziell, jetzt werden gegenüber in der Straße Baracken gebaut für irgendwelche Leute. Ja, das gibt natürlich hier das Gleiche. Das gibt Sorgen. Oder was immer du dir vorstellst. Also das geht auf allen Wegen. Aber hier ist offiziell irgendetwas, was dich und dein Erfolg, deine Liebe, das, was du liebst in deinem Leben, in Gefahr bringt. Nur hier ist einwandfrei, hier liegt eine Lüge drin. Nicht hinschauen. Ja, ist eine Lösung, aber man macht sich dann trotzdem Sorgen, weil man nicht wirklich weiß, was los ist. Ich muss mal auf die Blockaden eine drauflegen. Als Erklärung. Selbstbestimmt, okay. Also, das nicht annehmen, auch wenn es dir ein schlechtes Gefühl macht, auch wenn es dir Sorgen macht. Diese Meldungen, die nicht ganz wahr sind oder nur Teilwahrheiten oder uns nur verängstigen sollen, die blockieren uns selbstbestimmt. Recherchieren selbstbestimmt, schauen, was wirklich los ist, und selbstbestimmt entscheiden, was jetzt für dich zu tun ist. Nicht drauf zu hören, was hier erzählt wird. Hier kommt wieder was Großes, was wahrscheinlich uns alle betrifft. Also fragt es mich nicht. Ich so viel Fantasie habe ich nicht, dass ich das rausfinde, was die für Blödsinn machen. Wenn ich schon höre, wir lagern jetzt das CO2 auf der Luft offshore in irgendeiner Nordsee. Offshore. Also ich will da ein Schiff hinstellen und da CO2 reinpumpen. Das ist schon Schwachsinn. Also, totaler Schwachsinn. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Also hier kommt was Offizielles, was uns alle irgendwie betrifft, was unseren Erfolg und das, was wir lieben, in Gefahr bringen würde. Aber da ist eine Lüge drin. Sie sollen uns wirklich hier in die Sorgen bringen. Da es die einzige Lösung ist, komm nicht in die schlechten Gefühle, sondern in die Selbstbestimmung. Schau selber, recherchiere selber, tu selber. Schau, wie weit es dich betrifft, was du dagegen tun kannst und. Komm in die Puschen, heißt das hier. Und schau, was du für dich tun kannst. Das ist einiges nicht wahr von dem, was sie uns erzählen. Diese Lüge ist zum Beispiel aber auch, wenn sie jetzt erzählen, ich rede jetzt von den Menschen, die glauben, ganz gescheit zu sein, sie machen jetzt ein neues Gesetz, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, irgendwas, heißt das noch lange nicht, dass dieses Gesetz auch kommt. Also, dass sie das durchsetzen können. Also, sie stellen hier mal was in den Raum, auch das kann es sein. Dass, wenn du, keine Ahnung, ach, was ist ja wurscht, ich muss mir den ganzen Krampf nicht vorstellen. Also, hier ist eine große, dicke Lüge drin. Die Gefahr ist da, ja, die Sorgen sind da, ja, aber es ist eine große, dicke Lüge drin. Hier heißt es Selbstbestimmung. Und ich bin mir so ziemlich sicher, wenn du in die Selbstbestimmung kommst, dass du diesen Herzschmerz aus dem Weg gehen kannst. Als wenn du dich da, wenn du statt der Selbstbestimmung den Herzschmerz hättest, hättest du hier riesengroße Sorgen. Und genau das ist das, was sie eigentlich wollen. Da, dass wir, jeder Einzelne von uns, genau da reinfällt, dass wir irgendwann bitteln und betteln, liebe Regierung, mach halt mal was, bitte, 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 bitte. Eigentlich wollen sie das, dass sie die großen Herrscher sind und sagen, okay, wir machen jetzt etwas fürs Volk und holen euch da raus, wir sind ja die Götter. Das wollen wir nicht. Das heißt, wenn du nichts tust, kommst du in den Herzschmerz, weil du hier immer mehr reinfällst, kommst du in die Selbstbestimmung, bin ich mir sicher, dass du hier deine Lösungen findest, auch wenn es momentan nicht so gut ausschaut. Und das ist wahrscheinlich für jeden ein bisschen was anderes, was hier liegt. Die Meldungen wird für jeden anders aufgefasst werden und anders zum Tragen kommen. Wir werden sehen, was das ist. Und jetzt schauen wir mal weltliche Ende. Wir schauen mal das Spirituelle rein. Jetzt bin ich echt gespannt, was ich da sehe. Die Energien für morgen. Okay, ich sehe viel, viel, viel Dunkelviolett und ein Gewitter. Was da immer der Zwischenpunkt. Also hier kommt wirklich irgendetwas. Wie wirkt sich das für uns aus? Einschläge. Ich sehe Blitzeinschläge, die treffen uns nicht, aber wir haben trotzdem Angst.
Okay. Ich sehe dann aber auch Menschen zusammenlaufen, die sich da aus Holz einen Unterschutz bauen. Holz leitet nicht, da sind sie sicher drin und da warten sie ab, bis der Blitz, der Schlag vorbei ist. Das heißt, wir können hier wirklich in der Selbstbestimmung etwas tun und aufwarten, bis das Gewitter da vorbei ist. Um was geht's denn da? Um was geht's bei den Meldungen? Ich sehe bloß so Schlagzeilen, Zeitungen. Also ich kann das nicht lesen, was da drauf steht. Keine Ahnung. Ja, aber ist ja egal. Ich müsste da jetzt noch viel länger und viel konzentrierter reinschauen, um irgendwas zu lesen können. Lesen ist nicht meine Stärke. Lassen wir es mal dahin. Also ich sehe immer so Extrablatt, weißt du, so wie so. Gibt so einen Film, da dreht sich die Zeitung so, na jetzt ein Extrablatt. So sehe ich das. Das heißt, irgendwas kommt, ein Knaller, der muss jetzt nicht morgen kommen, der kann die nächsten Tage kommen. Und das soll uns halt sehr, sehr, sehr verunsichern. Aber wie mir diese Vision gezeigt hat, wir haben die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Wir bauen dann Unterstand und stellen uns drunter und warten, bis der ganze Sturm vorbei ist. Kann uns also nicht meinen. Ich habe auch nicht gesehen, dass irgendjemand getroffen wird, sondern dass eben da geht einer und da schlägt der Blitz ein, dann läuft er halt weg, ganz klar. Also hier soll uns etwas in Angst und Schrecken versetzen. Also ich würde es jetzt nicht so aufpauschen und Angst und Schrecken sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber hier wird uns eine Gefahr wieder suggeriert, die nicht sein soll. Jetzt muss ich mal da reinschauen, weil das hat ja mit meiner. Okay. Gleichzeitig ist es eine Aufrüttelenergie. Weil ich jetzt geschaut habe, ja, aber was soll jetzt die energetisch für uns sein? Also, das ist ja diese Auswirkungen im Leben. Energetisch ist das so eine Aufrüttelenergie. Also diese Blitze, wie ich sehe, dunkellila. Und dunkellila ist sehr, sehr, sehr spirituell. Also ist ja dein Kronenchakra und was weiß ich was. Also sehr spirituell. Und in Verbindung mit den Blitzen, die soll aufrütteln. Also hier kommen auch spirituelle Sachen ans Tageslicht bei jedem Einzelnen, wo eben auch Lügen sind, wo dir erzählt wurde, mach das so und so und was weiß ich, das ist jetzt wurscht. Das geht jetzt hier ums Spirituelle, denn habe ich auch schon oft gesagt, auch im spirituellen Bereich sind ganz, ganz viele Lügen und Halbwahrheiten unterwegs, dass du dir wirklich bloß immer selber in dir schauen kannst, ist das für mich stimmig oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Da bleibt dir momentan nichts anderes übrig. Und ich weiß nicht, ob das jemals besser wird. Du kannst nur dir vertrauen. Und ja, habe ich ja auch schon oft gesagt, und darum verbinde ich mich ja nur mit mir selbst, mit meinem höheren Selbst und mit keinem Engel oder sonst irgendwas, weil ich nicht weiß, was das ist. Und wir werden wahrscheinlich auch gerade im spirituellen Bereich, im energetischen Bereich, viel, viel mehr erfahren. Auch da kommen die Wahrheiten raus. Auch da werden wir ja wirklich tiefere Einblicke bekommen über was es da alles gibt, was wir gar nicht sehen. Wenn irgendjemand von Besetzungen redet, dann lachen die meisten drüber und so ein Scheiß gibt es ja gar nicht. Oder Energiesauger oder was weiß ich, was alles gibt, was sie reden. Da wird sich oft lächerlich drüber gemacht und aber wir werden sehen, da auch wird einiges rauskommen, was uns natürlich auch spirituell blockieren wird, wo wir Sorgen und Angst bekommen, schlechte Gefühle, wenn es da im spirituellen Bereich rauskommt, keine Ahnung, immer wenn du channelst, dann lädst du automatisch, keine Ahnung, Bandwürmer ein, ist vollkommen wurscht, dann wirst du beim nächsten Channeln drüber nachdenken, ob du das noch tun willst. Das muss nicht wahr sein. Oder. Also auch im spirituellen Bereich wird uns hier Lügen erzählt. Und diese Energie ist dafür da, sie zu erkennen, dich aufzurütteln. Denn auch spirituell ist das hier ja ein bisschen sorgenvoll. Weil die Liebe ist dein Herzchakra. Also
Das heißt, hier, darauf kannst du dich verlassen. Auf das kannst du dich verlassen. Selbstbestimmt. Dann, und wenn du wirklich da mal eine Gefahr sehen würdest oder sagst, okay, jetzt ich bin mal ein bisschen vorsichtig momentan, oder, weil du ein blödes Gefühl hast, dann bleib bei dir. Erreichst du genauso viel, als wenn du keine Ahnung wohin fährst, also wohin channelst oder. Du kannst dich auch einmummeln in deine kleine Blase und bei dir selbst bleiben, bei deinen Hörern selbst. Das weiß nämlich auch alles. Also du musst gar nicht irgendwo großartig hin, wenn du dich da weiter informieren willst oder, weiß ich ja nicht, was du magst, kannst du alles auch bei dir. Also wenn du hier merkst, hier passt was nicht, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, wenn du irgendwas liest, hörst oder siehst, dann bleib halt einfach mal bei dir. Bis du lokalisiert hast, ist das wirklich eine Gefahr. Muss man gucken. Also auch spirituell wird hier ja einiges abgetreten. Ich weiß nicht, was das ist. Regt mich schon wieder auf, weil ich es nicht weiß. Ja, okay. Das heißt also, die werden nicht lang bleiben. Diese Lügen werden wir auch schnell wieder verabschieden. Aber erst werden sie dich mal hier ein bisschen runterziehen. Ja gut, das ist halt am Donnerstag so. Da kann ich jetzt bloß sagen, bleib bei dir. Dann ist eigentlich alles gut. Glaub nichts. Setz das hier Backerl hin. Ich werde mich drum kümmern. Ich recherchiere erstmal und. Oder ich schaue selber rein oder machst du, was du wieder willst. Im Leben wie in dem spirituellen Bereich. Bleib bei dir, verlass dich auf dich, komm in die Selbstbestimmung und dann dürfte hier nichts. Das bleibt nicht lang, das verabschiedet sich ganz schnell wieder. Ist also nicht halt, ist wirklich bloß ein Angstmacher, wie auch immer er kommt. Gut, also bleibt bei euch und dann wird der Donnerstag schön. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und
Darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.